Moin und hallo, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Sandhausen. Knapp 17.500 Tickets haben wir bisher verkauft und 111 Gästefans werden Stand jetzt aus Sandhausen unser Spiel besuchen. Bei mir heute ist unser Cheftrainer Tim Weiter. Moin Tim. Moin Philipp. Und wir starten direkt durch und den Anfang macht Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt. Moin, Herr Walter. Moin. Der Tommy Doyle hat ja heute seinen ersten Arbeitstag bei Ihnen gehabt. Können Sie uns mal einen ersten Eindruck schildern? Und wie sieht so ein erster Tag eines neuen Spielers aus Trainersicht aus? Nehmen Sie ihn so als Ersatzpapa so ein bisschen an die Hand oder wie verläuft da die Integration? Ja, ist ja so, dass man ihn zuerst mal vorstellt. Ja, das hat Michael dann auch noch mal in der Runde gemacht heute Morgen. Und dann quatscht man miteinander, dann lernt man sich erstmal kennen, aber es ist das Wichtigste, dass er die Jungs dann auch kennenlernt. Ich habe mich dann danach im Anschluss im Kraftraum mit ihm lange unterhalten, habe ihm mal ein bisschen erzählt, was ich von ihm haben will und über persönliche Dinge ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, so ist der Ablauf, ja, dass man zuerst mal sich kennenlernt und dass er dann auch merkt auf dem Feld, ja, mit dem und mit dem, glaube ich, komme ich ganz gut zurecht und das hat er heute dann schon auch, glaube ich, ein Stück weit auch gleich gemerkt. Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt macht weiter. Ja, moin moin, Herr Walder. Moin. Vor 14 Tagen wussten wir ja noch nicht, was sich in den Transfers tut. Ich will ja mal anknüpfen an die Frage meines Vorgängers. Inwieweit werden die Zugänge, aber vielleicht ja auch in der Kabine die Abgänge, Ihre Arbeit verändern? Und vielleicht können Sie so eine Bewertung abgeben von den beiden Neuzugängen. Sind das auch schon kurzfristige Alternativen für Sie? Ja, danke für die Frage. Ich glaube, dass der wichtigste Prozess einfach das Kennenlernen ist, das Adaptieren von Abläufen, einfach sich auch auf dem Platz zurechtfinden, zu wissen, was der Mitspieler macht, aber selber dann auch wissen, welche Abläufe, dass wir in unserem Spiel haben, zu wissen, welche Prinzipien, dass wir haben, das dauert schon noch. Also das ist nicht so, dass die herkommen und gleich dann dementsprechend loslegen. Sie sind voller Eifer, sie sind sehr entwicklungsfähig, haben viel Potenzial, aber wann und wie und ja, dass man das voraussagen kann, das habe ich auch zu den Kollegen schon diese Woche gesagt, wenn ich da es wüsste, dann wäre ich Hellseher und das muss man einfach abwarten, wie sich das so einspielt. Dann, ich bin nur froh, dass sie da sind, weil sie uns zum einen natürlich in der Quantität erweitern, aber auch potenziell in der Qualität. Luca Prinz von Radio Energy macht weiter, bitte. Herr Walter, moin. Hatten moin. Die Jungs in der Länderspielpause ein paar Tage frei oder wurden ein paar extra Trainingseinheiten eingelegt? Ja, also wenn es so schön wäre, dass wir einfach mal frei machen könnten, wäre toll. Klar gibt es natürlich auch, so wie wir es gemacht haben, in der ersten Woche haben wir ein Testspiel gehabt, noch gegen Groningen, das haben die Jungs herausragend gemacht. Da waren sie sehr intensiv, das kennt man eigentlich nicht so von Freundschaftsspielen, da haben sich alle wirklich extrem reingehauen, extrem engagiert und auch die Tage danach waren top. So, dass sie dann auch am Wochenende mal die Köpfe frei machen konnten, ein bisschen abschalten konnten und dann, wer dann diese Woche dann wieder gesehen haben, haben wir zweimal doppelt trainiert, also war schon recht intensiv, viele Minuten auch auf dem Platz und viele Inhalte und ich glaube, dass so ein Stück weit beides gefragt ist, aber ja, einfach mal Beine hochlegen und weniger machen, das bringt uns nicht weiter. Wir geben nochmal zu Alexander Berthold vom Abendblatt. In den vergangenen Wochen wurde viel das Wort Entwicklung ja genutzt. Welche Entwicklungsschritte wollen Sie am Sonnabendabend gegen Sandhausen sehen?
Und wie haben Sie die Länderspielpause genutzt? Wie zufrieden sind Sie mit dem Umsetzen der Inhalte, die Sie sich gewünscht haben? Also ich habe schon oft gesagt, dass Fußball einfach Zeit braucht. Ja, Abläufe, Fußball zu spielen, Fußball zu arbeiten, so wie wir es tun, auch dann mit jungen Spielern zu arbeiten, sind vielleicht noch nicht ganz so weit, wie es vielleicht ein Erfahrener wäre, aber potenziell halt doch irgendwann an einem Punkt, wo sie vielleicht dann mehr bringen können. Die Geduld brauchen wir und trotzdem haben wir natürlich den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist ja ganz klar. Also wir spielen, um zu gewinnen. Ich hasse es zu verlieren, das haben wir auch schon immer jetzt erwähnt. Trotzdem brauchen wir natürlich, wenn man von Entwicklung spricht, auch eine gewisse Geduld. Aber Geduld natürlich auch dahingehend, dass wir unsere Spiele ganz klar auch gewinnen wollen. Das steht immer im Vordergrund, dass wir voller Tatendrang und erfolgshungrig sind. Und das merke ich im Training, das spüre ich, wie die Jungs auch miteinander umgehen. Wir leben in der Kabine und das ist einfach schön, das Ganze dann auch mitzugestalten, mitzuerleben. Und das macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen. Herr Walter, an Sandhausen hat der HSV ja nicht nur gute Erinnerungen, also in jüngster Vergangenheit. Das wird Sie wahrscheinlich jetzt in Ihrer Arbeit nicht so sehr beeinflussen. Aber wenn man jetzt als Tabellenzehnter HSV an den Start geht, merken Sie schon, dass es ein bisschen unruhiger wird oder Sie sind jemand, der geradlinig seinen Weg geht? Also es ist immer schwierig. Und man hat immer Gegner, bei denen es vielleicht in der Vergangenheit nicht so lief. Und man hat Gegner, bei denen es besser lief, ja, dass man dann einen auspackt, bei dem was nicht so lief. Ja, wir haben halt 18 Mannschaften oder mit uns zusammen 18 Mannschaften in der zweiten Liga und da ist jedes Spiel unangenehm. Ja, da braucht man nicht die Augen vor zumachen. Wir haben Respekt vorm Gegner, das auf jeden Fall. Aber wir wissen auch, was wir können und wir wissen auch, dass wir auch abliefern wollen. Also da sind wir schon gewillt dazu. Und ich sehe den Ehrgeiz in meiner Truppe, ich sehe das Feuer, ich sehe die Leidenschaft. Und deswegen gehen wir das Spiel auch so an. Und trotzdem haben wir Respekt vor jedem. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Jetzt ist das Mikro an. Hallo. Sie haben ja bisschen gesagt, dass die beiden Neuen oder letzten Neuen wahrscheinlich kein Thema für eine Startelf gegen Sandhausen spielen werden. Denken Sie denn, dass die im Kader sind? Ich meine, zumindest der eine wäre ja eine Freistoßwaffe für den Essenburg. Ihr habt heute lange zugeguckt, habe ich gesehen. Also es war natürlich ersichtlich, dass er das gut kann. Ja, aber um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, also wir haben in beiden Jungs einfach Potenzial. Der eine hat extrem viel gespielt das letzte Jahr, darum ist er vielleicht dann müde. Er hat einen super Fitnesszustand, Mario. Das geht nicht darum, dass er nicht fit ist, sondern dass wir einfach gucken müssen, dass wir ja das Überspielte ein bisschen auch kanalisieren und das wird für uns wichtig sein und wir sehen in Tommy die Spielfreude, die er jetzt schon an den Tag legt und einfach das Feuer und den Eifer. Mit Sicherheit kann einer schon in den Kader rutschen, aber wer das jetzt letztendlich dann auch sein wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Klaas Hennig von der dpa. Ja, so, Herr Walter, Stichwort Geduld und Entwicklung. In dieser Woche hat sich mal wieder der Investor Kühne gemeldet. Wie bewerten Sie dessen Aussagen oder haben Sie die überhaupt gelesen? Und wenn Sie sie gelesen haben, bewerten Sie die? Ich glaube, Michael Mutzler hat es schon bewertet. Ich habe es selber nicht so gelesen, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentriere. Von daher glaube ich, ist da schon alles dazu gesagt. Lars Pegelow von NDR 90,3. Guten Tag, Herr Walter. Moin. Ich würde gerne nochmal einsteigen in das Thema Ihrer Neuzugänge. Der Kollege Wolfgang Stefan hatte Sie ja eingangs auch schon dazu gefragt. Und zwar möchte ich gerne wissen, wie Sie das so einordnen würden oder welches Signal Sie sozusagen ausgesendet sehen durch diese Transfers. Ich sage mal, im vergangenen Jahr
kamen so, ich sag mal, Leistner, Ulreich, Terodde. Sie haben es jetzt schon ein bisschen umrissen eben mit den jungen Spielern, mit denen man Geduld haben muss. Was denken Sie, was für ein Zeichen ausgeht? Vielleicht so etwas wie, wenn es um die Aufstiegskandidaten geht, sind wir nicht die Ersten, die sich vordrängeln und die Hand heben? Oder wie würden Sie es sehen? Nett. Ich glaube, wenn es darum geht, da meldet sich jeder, oder? Dass er mit da oben mitspielen will und dass er hoch will. Ich glaube, da können wir über alle Mannschaften in der zweiten Liga sprechen. Da lässt keiner die Hand unten, wenn er da hoch will. Also von daher, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, dass der Anreiz von jedem ist. Aber für uns ist es nur wichtig zu sehen, welchen Hunger das wir haben, welchen Tatendrang das wir an den Tag legen und dass wir Spiele gewinnen wollen. Ja, und wenn wir das tun, dann reden wir nochmal über was ganz anderes. Aber für uns geht es momentan nur darum, dass die Ausrichtung ein bisschen verändert wird, aber grundsätzlich ja straight away ist, weil wir haben genauso Spieler, die ein gewisses Alter haben im Zentrum, ob das jetzt Ferro im Tor ist oder Basho oder dann auch Meffo oder Bobby oder Sonny, die sind natürlich, oder Leibe, die sind natürlich, haben auch ein gewisses Alter, aber natürlich ein bisschen weniger Alter. Aber trotzdem sind sie erfolgshungrig, die haben Bock, Spiele zu gewinnen und die versuchen auch unsere Führung zu sein und unser Team zu führen. Und genau das sehen wir in ihnen und drumherum haben wir sehr viele hungrige junge Spieler und genau das ist unser Weg und den versuchen wir geduldig zu gehen. Alexander Berthold nochmal vom Abendplatz zum Dritten. Schönen Hattrick gemacht. Könnten Sie uns einen Überblick über die Personaler geben? Anzi Suhonen war heute nicht auf dem Platz und ein kleiner Ausblick auf Sandhausen. Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonnabendabend? Also erst Anzi. Anzi hat einen Hartspann im Oberschenkel, das heißt eine Muskelverhärtung, hat beide Spiele gemacht. Jetzt für sein Land, für die U21, hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Der wird aber für Samstag nicht dabei sein, weil es einfach nicht hinhaut fürs Wochenende. Ansonsten haben wir noch im Lauftraining mittlerweile schon Stefan Ambrosius. Schön, dass er wieder auf dem Platz ist, ist auch toll. Ja, Yoshi, der jetzt auch noch keine Option ist, der auch noch eine Weile braucht. Ansonsten können wir da aus dem Vollen schöpfen. Ja, was uns erwartet, ich glaube, so wie jede Woche auf ein Neues. Der Gegner versucht mit vielen langen Bällen zu operieren, versucht uns teilweise zu pressen, versucht ja, aber auch Phasen dann gut zu verteidigen, gut zu stehen. Ja, und versucht einfach Nadelstiche zu setzen, über Standards zu kommen, uns in Kontersituationen zu erwischen, was wir aber auch jetzt gegen Heidenheim bravourös gemacht haben. Wir haben einen Konter zugelassen. Ich glaube, das lässt jede Mannschaft der Welt zu. Und Standardsituationen haben wir auch sehr, sehr gut verteidigt. Deswegen ist uns da nicht Angst und Bange, sondern wir versuchen unser Ding zuzumachen, unseren Sack zuzumachen und dementsprechend dann auch unsere Tore zu erzielen. Wolfgang Stefan nochmal vom Starter Tageblatt. Ja, Walter, ich versuche nochmal den Doppelpass mit Lars Pekelo zu spielen. Frage fand ich noch nicht so ganz beantwortet. Die Frage war, welches Signal hat der HSV mit diesen beiden Transfers ausgestrahlt? Also ging da wirklich bewusst das Zeichen raus, hey, wir setzen auf junge, entwicklungsfähige Spieler, das ist unsere neue Linie? Ja, ich glaube das schon, weil sonst hätten wir vielleicht andere Spieler verpflichtet, oder? Also es geht schon darum, junge, entwicklungsfähige, hungrige Spieler zu holen. Und die Spieler, die ich vorhin angesprochen habe, die haben zwar ein bisschen gesettelteres Alter, sage ich mal so, aber die sind ja trotzdem hungrig. Und das sind die Schlüsselspieler und darum die Jungen, die sich dann auch entwickeln können. Ich glaube, wir sind da von dem Weg nicht ganz abgewichen, sondern versuchen ihn nur straighter zu gehen und mit jungen, hungrigen Spielern einfach zu erweitern. Und ich glaube, das muss der Ansatz sein. Ja, und dementsprechend voller Tatendrang und voller Energie die Spiele anzugehen. Marco Scholz von Moin Volkspark.
Hallo Herr Walter. Moin. Wenn man über den HSV derzeit spricht, wird ja das Wort Geduld sehr oft genutzt. Und dazu wird dann auch immer nochmal Ihr sehr anspruchsvolles Spielsystem genannt, zumindest von Herrn Mutzel und Herrn Bolt immer wieder. Was macht Ihr Spielsystem so anspruchsvoll und wo sehen Sie die Mannschaft schon so weit, dass Sie damit zufrieden sind? Und wo, glauben Sie, steckt noch die größte Aufgabe für die nächsten Wochen und vielleicht sogar schon für den nächsten Sonnabend? Wo muss man besonders darauf achten jetzt? Einfach die Zeit, ja, Abläufe hinzubekommen, dass die Jungs Ankerpunkte auf dem Feld haben, dass wir kicken wollen, dass wir Torchancen herausspielen wollen, dass wir aber trotzdem in der Konterabsicherung besser sind. Das ist sehr, sehr vielfältig. Ja, und vielfältiges Spiel bedeutet natürlich, dass ich viel, viel mehr Ansatzpunkte habe als bei einfachen Spielarten. Ja, wenn ich einen Ball nur nach vorne kicke, das habe ich jetzt aber schon auch ein paar Mal angesprochen, dann ist es einfacher, auf den zweiten Ball zu gehen, ist nicht so schwer, dann reinzubringen innerhalb von 4-5 Wochen, sondern da brauchst du einfach Zeit dazu, wenn wir Positionswechsel drin haben, wenn wir Abläufe drin haben, wenn wir Torchancen kreieren, ja, weil gegen einen tiefstehenden Gegner sich Torchancen so rauszuspielen, wie wir es tun, ja, aber letztendlich dann Spieler da haben, die vielleicht noch gar nicht in der Situation waren, die Jahre davor, ist extrem anspruchsvoll. Und bei uns kann jeder ein Tor erzielen, das sehen wir jetzt auch wieder in den letzten Wochen, ja, dass ein Tim Leibold ein Tor hätte erzielen können, aber auch die Achter viele Tore erzielen können. Ja, und da müssen wir hinkommen, dass wir nicht ausrechenbar sind, dass wir die Last auf vielen Schultern verteilen, so dass wir einfach nicht zu greifen sind. Und das bedeutet einfach, dass wir da ansetzen und dass wir da Geduld brauchen. Aber Geduld heißt auch trotzdem, dass wir unsere Spiele gewinnen wollen. Also das gibt uns ja dann auch nochmal mehr Selbstvertrauen, noch mehr Antrieb. Und da sind die Jungs gewillt, weil sie da alles dafür tun. Und es macht, wie ich es vorhin bereits sagte, extrem viel Spaß. Kai-Uwe Hesse nochmal für die Bild. Ja, ich wollte nochmal bei Mario Vuskovic nachfragen. Sicherlich ist es ja verständlich, wenn jemand noch ein bisschen Zeit braucht, um jetzt so die Abläufe kennenzulernen, vielleicht auch mal ein Spiel von der Tribüne zu sehen und so. Das ist ja eigentlich logisch. Was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, ist die Begründung überspielt. Ich glaube, der hat am 25. Juli sein letztes Spiel gemacht und das sind ja irgendwie 7 Wochen jetzt her. Und wie kann man irgendwie, wenn man 7 Wochen kein Ligaspiel gemacht hat, überspielt sein? Ja, aufgrund der letzten Saison. Er ist 19 Jahre, ist im neuen Land, lernt neue Sprachen kennen, lernt neue Spieler kennen. Ich glaube, wenn Sie das absolvieren müssten, genauso, was ihr erwartet dann auch teilweise von Spielern, da müssen wir einfach dann auch geduldig sein, weil ein neues Leben zu beginnen, das erste Mal aus seinem Heimatland weg zu sein, ich glaube, das ist nicht so angenehm, wobei man sich trotzdem freut natürlich. Aber trotzdem hat er viele Hürden zu nehmen und da braucht man einfach die Zeit. Und da braucht er natürlich dann auch die Akklimatisation, dass er da sich anpasst. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, ihn da nicht reinzutreiben, unnötigerweise, wenn er da vielleicht am Anfang muskuläre Probleme hatte. Und jetzt ist er aber natürlich auch schon an einem Punkt, dass er ein Fitnesslevel hat. Wenn man nur die Werte sieht, hat er ein Top-Level. Und trotzdem müssen wir aufpassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass er einen Top-Fitness-Zustand hat, aber trotzdem wir ein bisschen vorsichtig sein müssen mit ihm. Okay, dann haben wir es. Gut. Wunderbar. Alles beantwortet. Ich habe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann vielen Dank für das Interesse und bis hoffentlich Sonnabend im Stadion. Grüße von Fabian Wohlgemuth, Herr Hesse.